So, jetzt passt auf, Special Trick von Oma, in groß. Ja. Einfach drauflegen und rüberziehen. Ja, und so schäle ich meinen Spargel und alles. Ah, da wird's gelandet, ne? Ja. Was machen wir jetzt heute, Oma? Ich bin die Oma Lotte und das ist mein Enkel, der mir über den Kopf gewachsen ist. Er hat unbedingt gemeint, alte Rezepte sollte man fördern, dass sie nicht ganz verloren gehen. Und wir kochen heute Graupensuppe und Rupfhauben. Und Rupfhauben. Genau. Ja. Also Gemüse schälen. Für die Graupensuppe. Ja. Du gibst mir mal einen Zeier. Und du sind die Graupen. Die Graupen hast du doch. Alles klar. Und da mache ich eigentlich, die wiege ich gar nicht groß ab. Ich mache immer drei Hände voll. Also sind wir wieder bei der Größe Ende, ne? Ja. Du magst gerade Ratatouille, auch gut. So, die Graupen sollte man immer waschen und dann gut abtropfen lassen. Also, Graupen waschen und gut abtropfen lassen, falls das bei euch noch nicht angekommen ist, weil die Oma hat gerade auf die andere Seite der Küche gesprochen. So. Ja. Und da gelbe Karotte. Hast du irgendwo Küchenpapier? Küchenpapier steht da. Na, Patte, einen wunderschönen guten Nachmittag. Wie geht's dir, mein Guter? Florian, ich zeig dir mal, wie man das fühlt. So, jetzt kommt das Special Trick von Oma. Ja, die ist doch schon. Ja, aber du brauchst sie nicht in die Hand nehmen. So, jetzt passt auf, Special Trick von Oma, in groß. Ja. Einfach drauflegen und rüberziehen. Ja, und so schäle ich meinen Spargel und alles. Ah, da wird's gelandet, ne? Ja, weil das geht wunderbar. Da schneiden wir sich schon in die Finger. Da war ich voriges Jahr zur Kur und da hat ein Mann den Schäler vorgeführt und hat dann eine Gurke geschält. Und zwar hat er die Gurke so genommen und hat es so gemacht. Dann habe ich ihm gesagt, ich erlaube mir mal als Hausfrau Ihnen zu sagen, dass eine Salatgurke immer von der Blüte von der Blüte zum Stiel geschält wird, weil sonst die Bitterstoffe sich verbreiten. Also, jetzt wirst du auch noch wie mal gut geschält. Und dann habe ich ihm gesagt, wie ich das mache, dass ich die auf ein Brett lege. Und wo hast du ein Messer, Florian? Ein Messer? Ja, wir müssen noch mehr schälen. Hast du noch eine? Der gelbe und dann den Kohlrabi noch. Und dann machen wir es schneiden. Okay. Und Patte, was schreibst du? Danke, danke, sehr gut. Und bei euch alles klar, Jacke. Toll. Am nächsten Tag bin ich wieder an dem Stand, wo der die Vorführung gemacht hat, vorbeigegangen. Und da habe ich genau gehört, wie er gesagt hat, immer von der Blüte zum Stiel. Und habe mich richtig gefreut drüber natürlich und habe ihm zugezwinkert. Er hat es auch nicht gewusst gehabt. Aber ist das Sellerie oder Kohlrabi? Gurke. Nein, das? Das ist jetzt ein Sellerieknochen. Ja, okay, ist ein Sellerie. Ah, ich wieder, ne? Florian Kohlrabi. Doch nicht zu verwechseln. Ach, das ist alles so Suppengemüse. Alles kleinschneiden, leicht meins. Ja. Und so. Patti, du bist natürlich immer herzlichst eingeladen, das weißt du doch. So. Normal kocht man diese Schalen jetzt aus, lässt über Nacht stehen
Gemüsebrühe. Und dann hast du eine kostenlose Gemüsebrühe. Okay. Und die hält im Kühlschrank mindestens 8 Tage. Wo willst du das jetzt da rein tun? Ja, du musst halt da rein, wo es vorher drin war. Ne? Ja, genau. Das die brauchen wir schon. Ja, ja. So, Florian, ein Messer. Welche Größe? Die Größe? Ach, du hast schon rausgekriegt. Ja, ja. Das da. Genau. So. Dann schneiden wir hin und die Maschinen dann brauchen wir jetzt nicht mehr, richtig? Doch. Nee, die Teigmaschine brauchen wir nicht mehr. Nee, die Teigmaschine brauchen wir nicht mehr. Ja, aber das Hackl haben wir was. Aber wir haben. Wir brauchen die andere Maschine jetzt. Wir haben ja noch einen Helferlein. So. Warte, da hast du noch irgendwas. Schneiden wir ein kleines Stück. Also einfach wild in kleine Stücke schneiden. Ja, einfach, weil das sonst die Maschine ja. Und dann riffst du gleich einen Topf her, bitte, für die Suppe. Dann nimmst du jetzt den kleinen. Den haben wir da drin. Schon. Ja. Ja. Haben wir auch schon rausgestellt, ja. Weil wir haben uns ja vorbereitet, ne? Ja. Und dann Öl braucht man. Öl? Was hast du? Rapsöl? Olivenöl? Nein, kein Olivenöl. Kein Olivenöl. Ja, dann nehmen wir reines Sonnenblumenöl. Ja. Das ist der Neid. Ja. Wie viel? Gut bodenbedeckt. Gut bodenbedeckt. Ja. Du noch einen Spruch. Also noch einen Spruch. Genau. Mal. Gut. So. So. Jetzt kommt jetzt warum sollen wir die Maschine uns nicht behelfen, wenn wir es schon haben? Soll ich das Ding schon warm machen? Ja, du kannst mal ein bisschen anschalten. Müssen wir es so aufziehen. Geht halt schnell, ne? Ja. Nur die Induktion. Ja. So, jetzt brauchen wir Strom. Man sieht uns nicht. Doch, man sieht uns da unten rechts. Ah, doch. Jetzt komm her. Halt euch die Ohren zu. Das kommt eher nur über mein Mikrofon. Gummiwischer haben wir auch schon irgendwo gehabt. Den hast du sauber gemacht. Oder auch nicht. Gut, mach ich schwind. So, da hast du den Gummiwischer. Ja. Bei der nächsten Runde. Bei der nächsten. Das sollen wir auch noch klein schneiden, oder? Ja. Auch noch klein. Warte noch zu weit. Ich will es dahin. Ja. Willst du das Auto durchjagen? Ja. Okay. Und weißt du, was man noch machen muss? Zwiebel. Jetzt Zwiebel. Du mach dann mache ich nochmal kleiner. Ja. Und dann geht es nämlich schnell. So, dann holen wir mal Zwiebel. Zwiebel. Die Speiskammer. Und dann Kochlöffel. Da machst du einfach von dir auch. Die obere Schublade. Nein, das passt schon. Das aufziehen, da ist noch Schublade innen drin. Und dann rechts. Rechts, 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 ganz rechts. Eine Schalotte oder eine Zwiebel? Eine Zwiebel. So. Zwiebel. Hier so dazu. So, Olivenöl hat so viel Eigengeschmack. Blut, du bist ja ein blutiger Kochanfänger. Ja, ich frage ja nur die Oma, was sie haben will. Hätte ja sein können, dass sie Olivenöl möchte. Nein, kein Olivenöl. Ja, haben wir ja auch nicht genommen. Ja, es ist eine bayerische Suppe und keine italienische. Six? So, jetzt hat Hammers. Jetzt Hammers. Ist geschnitten? Nein. Noch gut gegangen. Ja, Gott sei Dank sind mein Messer nicht so scharf. Ja, jetzt kannst du jetzt bis auf eins. In der Zeber wickeln. Mehr Zwiebeln brauchst du nicht.
Nee, okay. Nicht. Jetzt den letzten Zebra wieder rumbringen. Ist alles wunderbar klein gehabt. Dann machen wir bitte den Herd wieder ein bisschen mehr auf Hitze. Ich habe jetzt auch Vollgas. So, das. Was ist denn Schabe? Nicht draus geht, spülen wir dann. Und dann nimmst du mir ein bisschen Salz geben. Salz hat man schon da. Zieh den mal nicht so rum, sonst erkennen wir es nicht. So, jetzt. Pfeffermühle. Salz. Pfeffer aus der Pfeffermühle, hol ich von da hinten. Dann schneiden wir am Tisch. Und der Öl darf es noch machen. Und der Öl. Und dann gleich kippen. Also, ganz schnell einfach fertig Suppenbrühe. Ja? Ja? Wie viel? Nee, noch nicht. Noch nicht. Das ist ganz schön. Wir brauchen noch ein bisschen rein. Okay. Nee. Die machen keinen Kratzer, wenn es da reinkommt. Passt schon, das ist nicht klick. So, jetzt löst du es um. Ja, das ist das nicht. Also schau dann so aus im Topf, ne? Ja, gut. Wird euch wahrscheinlich gleich schlecht. Dann machen wir es immer so, weil dann seht ihr das auch. Gut. So, jetzt machen wir aber die Dunstabzugshaube mal auf. Ja. Und sonst stinkt es uns jetzt da dann voll. Beschlumpen, pass auf. Ein bisschen stärkere Hitze. Dann müssen wir Vollgas machen. Wasch aufziehen. Ja. Und dann leuchtet. Ja, bin jetzt drauf. Ja. So, das darf natürlich gut durchrichten. Okay, also dann doch Vollgas, damit es unten laubert. Und Martin, einen wunderschönen guten Nachmittag. Wie geht's dir? Wochenende gut rumkriegt. Hi. Okay. Wir sind schon bei der Graupensuppe, Martin. Aha, seht ihr das? Nee, das seht ihr gerade gar nicht. Oma ist ganz schlau, damit wir ja nichts verschütten, kommt da die Suppe jetzt rein mit Wasser und dann genau, haben wir das Ding ja schon. Dann schwimmt sich das sowieso die Reste noch mit aus und das schütten wir dann auch noch da drüber. Ja, dann ist das auch. Die Sauerei gemacht da. Passt schon, nichts passiert. So. So. Ja, du machst jetzt aufkochen. Aufkochen. Und dann auf klein stellen. Komm ich gerade mal den Deckel hin. Und immer so unten noch drin. Suppe. Gut.
Dann schöpfe ich jetzt mal die Suppe raus. Ich würde die Suppe rausschützen, ne? Das ist jetzt kein Hexenwerk. Anscheinend schon, wenn man fast den Schöpfer reinschmeißt. So. Was ist hier drüber? Das ist 25, ne? So. Und dann schaut der Spaß so aus. Wie die Graupensuppe. Ich sag ganz, 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 ganz vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Oma kommt auch nochmal her. Ja, wir sagen jetzt Tschüss. Wir sagen Tschüss. Sagen, ne? Also, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja. Nächster Kochstream mit der Oma. Weiß ich noch nicht wann, was wir machen. Hast du die Idee? Ich lasse mich nicht vereinbaren. Okay, das machen wir dann spontan, machen wir das aus. Genau. Ihr kriegt im Discord, Instagram, Twitter. Ich bin nämlich im Rentenalter und habe keine Zeit. Ja, die Renten haben immer nie Zeit, ne? Ja, aber die nicht.